Heute machen wir eine riesen Achterbahnbau-Challenge. Aber ich werde heimlich Hacks benutzen, um meine Schwestern so richtig zu pranken. Mit dem Hacker-Command /pace werde ich die coolste Achterbahn aller Zeiten spawnen. Wow! Aber was unsere Schwestern auch nicht wissen, dass wir richtig fiese Fallen in unsere Achterbahn reingebaut haben. Zum Beispiel diese Achterbahn-TNT-Explosion. Und jetzt darfst du schauen, wo unsere Schwestern stecken. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Schwester vs. Bruder. Davor sind unsere Schwestern. Simlucky, bist du bereit? Wir müssen die heute richtig hops nehmen. Ich bin bereit. Uki, lass uns anfangen. Okay, Simlucky, lass uns rübergehen. Schau mal, die freuen sich schon. Die denken, die werden heute gewinnen. Die machen einen TikTok-Dance. Schau mal, Uki. Die machen einen TikTok-Dance und die denken, die wird heute gewinnen. Auf keinen Fall, Mann. Right foot creep. Oh, I can end it even though. I look around space for... Schwestern, ihr wisst schon, dass euch gerade alle zuschauen. Was soll das werden? Das ist doch Fortnite. Das ist doch Gritty. Oh, Mann. Gritty Swag. Wir tanzen den Tanz, weil wir wissen, dass wir gewinnen werden. Nein, wählt ihr nicht. Team Brüder. Hashtag Team Brüder, Leute. Alle in die Kommentare. Let's go. Wow, was geht ab bei euch? Oh, Mann. Ich mach Ronaldo Sui. Ey, ganz ehrlich, ihr könnt euch jetzt schon gerne freuen, aber am Schluss werdet ihr weinen und wir werden uns freuen. Ganz genauso, Lucky. Wisst ihr was? Ihr habt 10 Minuten Zeit, die krasseste Achterbahn aller Zeiten zu bauen, denn das ist das heutige Thema. Ja, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Schaut ihr meine Moves an. Oh, Mann. Das werdet ihr nicht, Junge. Wir wissen ganz genau, wie man Achterbahn baut. Let's go. Komm mit zum Lucky. Ich habe so eine gute Idee, ganz ehrlich, Leute. Ey, erstmal, kommt ihr jetzt alle Hashtag Team Bruder, falls ihr auch Hashtag Team Bruder seid. Und Hashtag Team Schwester, wenn ihr Team Schwester seid. Aber ganz ehrlich, Hashtag Team Bruder ist besser. Let's go, Hashtag Team Bruder. Hashtag Team Schwester ist besser. Nein, ist es nicht. Simlucky, schau, wir haben das Thema Achterbahn und wir haben 10 Minuten Zeit. Und wir werden jetzt die größte Achterbahn mit einem richtig coolen Trick spawnen, okay? Wir werden nicht Sim Ukri, Brüder, wenn wir nicht einen Trick auf Lager hätten. Ne? Oh ja, Leute. Aber dafür muss ich erstmal zum Hacker werden, Leute. Und dafür müsst ihr alle ein Like da lassen und ein Abo, damit ich jetzt mich zum Hacker verwandle. Ja. Kommt schon, Leute. Schnell, schnell, schnell. Liken, abonnieren, damit ich zum Hacker werde. 3, 2, 1 und 0. Komm schon, Leute. Schnell. Boom. Warte mal. Ey, Leute, warum bin ich ein alter Opa? So kann ich auf jeden Fall nicht bauen. Leute, ihr müsst alle nochmal schnell ein Like da lassen. Ich bin ein alter Opa geworden. Schnell. Schnell. Ich glaube, ihr habt nicht genügend Likes da gelassen. Schnell, Leute. Ja. Schnell, Leute. Wow. Jetzt hat es wirklich funktioniert, Leute. Ey, ihr seid die Besten. Und wisst ihr was? Jetzt werden wir mit unseren Hackerkünsten eine riesen Achterbahn, aber nicht nur eine Achterbahn, sondern einen riesigen Freizeitpark. Spawnen. Ja, ja, den Achterbahnpark. Okay, ich würde sagen, aber dafür brauchen wir einen kleinen Trick. Guck mal, ey, so Lucky. Gibt's auch Achterbahn mit Looping Ukri? Hä? Oh ja, schau mal, ich habe eine richtig gute Idee. Wir schnappen uns hier vorne eine Diamantenkuppel. Ja, wir bauen kurz eine Diamantenkuppel und jetzt zeige ich euch, was ich für einen coolen Trick habe. So, zack. Warum, Ukri? Was ist los mit dir? Ja, vertraue mir, Lucky. Du willst gar nicht wissen, wie krass dieser Trick ist. So, warte mal, mach die Diamantenkuppel nur eins groß. So, das passt schon perfekt. Und jetzt nehmen wir uns eine Tür. So, Warte mal. Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Warum willst du eine Tür platzieren? Dahinter ist doch gar nichts. Simlucky, du wirst gleich schon sehen, wir nehmen uns sogar ein Nummernschloss, eine Nummernschlosstür. Und jetzt müssen unsere Schwestern, bevor die in unsere Achterbahn reinkommen, du wirst gleich schon sehen, was ich damit vorhabe, müssen die ein... Code lösen, okay? Eine Matheaufgabe. Was stellen wir für eine Matheaufgabe? Ukri, warte mal, lass mich kurz überlegen. Die schwierigste Matheaufgabe, die ich lösen kann, das ist 3 plus 2. Nee, das ist auf keinen Fall schwierig. Wir müssen was Schwieriges machen. Spaß. Okay, wir machen 1 Milliarde plus 100 Trillionen. Haha. Das ist zu schwer. Wir machen 7 mal 7 plus 3. Ist das gut, Simlucky? Ich kann es auf jeden Fall lösen. 52. Okay, ich würde sagen, wir geben hier den Code ein. 52, zack. Und jetzt kommen hier nur Leute rein, die den Code richtig erraten und die Matheaufgabe lösen können. Und Leute, ihr denkt euch, hä? Dahinter verbiegt sich doch gar nichts. Da ist doch keine Achterbahn oder sowas. Aber Leute, warte mal. Wir müssen hier einen Hacker-Command eingeben. /pace. Oh, okay, was hast du denn jetzt und boom, Leute, let's go. Zack, wir haben den Command eingegeben. Und jetzt, wenn wir diese Tür öffnen, wird sich dahinter ein neues Universum befinden. Ein Hacker-Universum mit einem riesigen Freizeitpark. Das geht doch gar nicht, Ukri. Da ist doch hier schon Ende. Junge, das denkst du jetzt. Aber warte ab, Junge. Wir machen die Tür jetzt auf. Zeig mal her. Und dann wird dein riesiger Freizeitpark spawnen. Wow. Und Simlucky, komm mal her. Du siehst da vorne sogar schon etwas. Ey, willst du da wirklich reingehen, Simlucky? Junge, das ist so ein krasser Hack. Das ist so ein krasser Hack. Okay, komm. 3, 2, 1 und rein da. Was? Was? Das verbiegt sich also in diesem kleinen Diamantenraum? Was ist das? Ey, erstmal wieder zurück, Ukri, komm. Wie zurück? Nein. Du hast
kannst einfach wieder zurückgehen und jetzt kannst du wieder rein. Wie cool ist das gemacht? Ey, aber warte mal, unsere Schwestern dürfen davon nichts erfahren, okay? Junge, ja, Leute. Okay, aber warte mal. Guck mal, wenn du jetzt hier hingehst. Ich sehe dich nicht mehr. Sinn, okay. Das macht keinen Sinn. Warte mal, Sebaki, aber du siehst mich, oder? Hallo? Ja, ich sehe dich. Hallo, Okri, hallo. Okay, ich gehe da mal rein, komm. Also, Sebaki, ich würde sagen, wir haben jetzt hier vorne unsere. Warte mal, nicht nur eine Achterbahn, sondern 1000 Achterbahnen. Das ist ein riesiger Freizeitpark. Und, hier ist sogar meine Statue. Lol, das ist Okri. Hey, das ist Okri Freizeitpark. Alter, Team Brüder werden so gewinnen, Leute. Lol. Das ist der krasseste Hack aller Zeiten. Ey, Sebaki, warte mal. Wir müssen jetzt noch richtig coole Fallen hier reinbauen in die Achterbahn rein. Junge, ist mir egal, was auch immer du machst da, Ukraine. Ich fahre jetzt Achterbahn, ciao. Ey, dein Ernst, wo bist du überhaupt? Ey, warte mal. Sebaki, schau dir das mal an. Komm zu mir. Komm ganz schnell zu mir. Komm ganz schnell zu mir. Guck mal, wir müssen hier vorne hinschreiben, Sim-Ukri-Land oder Bruderland. Lass Sim-Ukri-Land hinschreiben, okay? Wir machen so, warte mal, Ukri, ich mach das. Guck mal hier. Sim-Ukri-Bruderland. Okay, und so, zack, zack, zack. Ich mache hier Hashtag Team Brüder. Team Brüder. So, zack. Let's go, Leute. Wir schreiben das jetzt hier ganz schnell hin. Ist super wichtig. Boom, Leute. Let's go. Hashtag Team B. Das B steht für Brüder. Und hier ist Simukri. Simukri. Alter, Simukri-Land. Oh, das ist so cool. Warte mal, hier vorne ist der Eingang. Sebaki, wir müssen hier eigentlich direkt eine Falle reinmachen. Wir machen hier, weißt du, was wir hier wieder reinmachen? Wir nehmen uns hier direkt Laserblöcke, Leute, dass unsere Schwestern hier nicht so einfach reinkommen. Und wir platzieren die hier einmal. So, zack. Let's go. Und da drüber platzieren wir auch nochmal Laser. Yo! Und dann kommen die dann niemals durch, einfach so, weißt du? Hier ist alles abgestellt. Und der Golem bewacht hier auch alles, ne? Merkst du? Haha, let's go, Leute. Und die müssen uns erstmal, wir bestechen die dann. Dann müssen die uns erstmal 1000 Diamanten geben. Oder für dich müssen die 1000 Redstone geben. Und dann dürfen die hier erst rein. Leute, und jetzt müssen wir richtig coole Fallen hier reinbauen. In die Achterbahn rein. Falls sie eine Achterbahn ausprobieren, wo ist die erste Achterbahn? Schau, ich glaube, hier vorne ist direkt die erste Achterbahn. Lass die mal direkt ausprobieren. Ey, Leute, wir werden die heute alle noch austesten. Das wird so cool. Okay, lass die rote sofort ausprobieren. Die ist am coolsten. Was ist das hier vorne? Warte mal, was passiert? Die rote ist geistig. Ah, Leute, schaut mal, hier vorne kann man sich teleportieren. Zu den Achterbahnen. Was ist das für eine Achterbahn? Lol, welche ist das hier? Ah, okay, das ist einfach nur so ein Wasserpark. Ein Wasserpark und so ein See. Ey, das ist so cool gemacht, ganz ehrlich. Okri, komm zurück. Ich habe die krasseste Achterbahn. Die musst du dir anschauen. Ich komme zum Lucky. Schau mal, das hier vorne ist die erste Achterbahn. Und wir drücken da jetzt mal drauf, Leute. Bumm. Und wir werden zur roten Achterbahn teleportiert. Das ist die erste hier vorne. Ey, und weißt du was? Wir machen jetzt. Lass die mal gemeinsam fahren, Sim Lucky. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir und boom. Ey, ja, ich komm zu dir, Okri, aber ich hab dir. Sim Lucky, ich würde sagen, du gehst als erstes rein. Schnell, Junge. Rein, ich fahr voraus. Let's go. Und ich auch. Und boom. Wie geil ist das, Okri? Komm. Wow. Schnell, volle Kraft voraus. Alter, wie hoch geht die? Die ist so krass, Leute. Was? Okay, nein, hier kommt ein Drop, Okri, hier kommt ein Drop. Oh nein, da geht's richtig runter, oder was? Hey, Okri. Hilfe. Oh mein Kopf, Junge, was geht hier ab? Alter, okay, ich habe eine Idee. Leute, wir machen hier vorne gleich eine Falle rein. Untergrundachterbahn. Jo, hier geht's sogar runter. Simlaki, ich habe eine Idee. Sollen wir hier unten einfach so ein riesiges Loch reinmachen? Und dann fallen die einfach ins Void. Lass Loch ins Void. ja, lass es machen. Lass da so Ghostblöcke platzieren, damit die nicht wissen, dass da das Loch ist. Stimmt. Oder warte mal, ich hab eine bessere Idee. Gleich hier um die Kurve. 90 Grad nach unten. Junge, wie lang ist die Achterbahn bitte sehr? Was? Alter. Oh, ey, wir fahren die einfach durch den Damm. Lass die am Schluss alle noch fahren. Lass die am Schluss noch alle fahren. Die sind so krass. Da ist ein Panda ja mit unseren Schwestern. Und das Ding ist, Pipi machen. Ganz genau, das ist erst die erste Achterbahn. Hier gibt es ja noch so viele. Jetzt geht's richtig ab, Okri. Ich baue hier vorne die erste Falle rein. Warte, ich baue hier vorne die erste Falle rein. Leute, wir machen das jetzt richtig fies. Nee, ich mache es jetzt hier richtig fies. Schaut mal, wisst ihr, wie ich das mache? Ich schnapp mir hier vorne Ghostblöcke, so, zack. Meine Schwestern werden denken, hier geht's ganz normal entlang, weil wir werden später die Achterbahn von denen fahren und die fahren unsere Achterbahn. Und das ist ja unsere Achterbahn. Und schau mal, Simlaki, hier vorne machen wir die Falle rein. Wir machen hier vorne einfach Ghostblöcke rein, ja? So, zack, zack, zack. Und hier vorne auch. Weißt du, was du dann machst? Du machst den hier mit Ghostblöcken. Ja, und warte mal. Lass uns doch nochmal hinsetzen. Lass uns doch nochmal in Lore setzen. So. Okay, Lore, komm. Und? Let's go! Let's go! Was? Es geht einfach unter ins Void. Ins Void rein. Ey, das ist so fies, aber das wird auch so lustig. Okay, Freunde, wir werden damit unsere Schwestern sowas von pranken. Okay, ich würde sagen, lass uns die nächste Achterbahn anschauen. Unbedingt. Denn wir wollen jede Achterbahn. In jede Achterbahn machen wir eine Falle, Freunde. Und am Schluss werden unsere Freunde so. Unsere Schwestern werden so ausrasten. Die werden so ausrasten. Ich kann es kaum abwarten. Komm, lass uns so in der nächsten Achterbahn hier vorne. Boom. Ist ein Rainbow. Warte, ich habe mich zur nächsten teleportiert und hier vorne ist eine Diamantenachterbahn. Diamanten! Was? Die Geistgang aus, du. Was ist das hier vorne noch? Ist es Hoogie Woogie? Yo! Das ist ein Gespenst hier vorne. Wo ist Huggy Wuggy? Hier vorne, schau. Was ist das hier? Huggy Wuggy!
Nee, das ist ein Tentakelmonster, Ukri. Das ist ein Wasserlabyrinth oder sowas. Lol, ja, was ist das? Guck mal, hier spielt einfach die Villager so ein bisschen. Guck mal, Ukri, da vorne ist eine Pyramide und so ein Rainbow Dropper. Schau dir den mal an. Wo? Yo, den werden wir uns am Schluss auch noch anschauen. Junge, der ist so die werden groß, so ne? aus. Hier ist ein Enderman. Hä, guck mal, wie lustig. Hey, das ist so cool gemacht. Lass uns das alles nochmal anschauen. Hier vorne ist, glaube ich, Schlittschuh oder sowas. Ja, ich glaube, hier vorne ist Schlittschuh fahren. Was ist das hier? Ist das Lava-Schießen? Das ist ein Parkour. Ein Parkour? Ey, warte mal, denkst du, wir schaffen ein Parkour? Hier ist kein Parkour. Ich weiß nicht, was das ist, Ukri. Ich weiß auch nicht, was es ist. Was ist das hier von? Ich glaube, das sieht ein bisschen aus wie ein Parkour, oder? Ey, hier ist ein Wasserrutsch, Ukri. Komm mal. Komm mal, Ukri. Komm mal, ich zeig dir, was wir hier machen können. Was denn? Komm mal mit. Hier, nimm dir ein Boot, Ukri. Mhm. Und jetzt Wasserrutsche. Ey, aber Junge, heute müssen wir Achterbahn bauen und keine Wasserrutsche. Das ist hier schon klasse, okay, Lucky. Okay, Wasserrutsche, let's go! Oh, Mann. Wir dürfen jetzt. Wow, wir haben nicht so. Okay, schau mal. Junge, Sir Lucky, ist ja schön gut, dass du Spaß hast. Aber Leute, wir müssen jetzt ganz viele Fallen bauen. Und ich habe sogar eine Idee, wo wir die nächste Falle bauen. Nämlich hier vorne bei der Diamanten-Achterbahn. Okay, Leute, hier vorne platzieren wir unsere Lore. So, zack, und jetzt geht's los. Wow, Alter! Alter, die ist super schnell, diese Achterbahn. Die ist super schnell. Aber wisst ihr was, Leute? Die macht zwar Spaß. Die hat Fettbeschleunigung. Aber einen Moment mal. Wir werden hier vorne eine Falle reinbauen. Sobald es dort vorne ganz nach oben geht. Nein. Guck mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ganz am Ende machen. Die denken, da ist keine Falle, aber ganz am Ende, boom, zack, ab. Oh ja, ich hab eine richtig gute Idee. Wir nehmen uns schon mal Spikes in die Hand, Leute. So, zack, Diamantenstacheln. Boah, die Pyramide will ich auch noch mal austesten. Die ist bestimmt richtig cool. Warum geht's da so weit nach oben, Ukri? Wow, hier geht's richtig runter. Alter, es laggt. Das geht hier ab. Okay, und Leute, hier vorne ja, Achterbahn ist dann... Okay. Lucky, hier vorne machen wir ein Loch rein, okay? Fallen, hier machen wir ein Loch rein. Und... Bubi, und machen wir Stachel rein. Mein Popo. Alter, wir werden unsere Schwestern so damit hops nehmen, ne? Dann werden die in die Stacheln hier reinfallen. Okay, ey, Lucky, wir müssen weitermachen. Was ist das hier vorne? Sleeve. Ah, das ist auch so eine Wasserrutsche, oder? Ich glaube schon. Aber ja, warte, wir müssen zu einer Achterbahn. Schau mal, hier ist eine lila Wasserrutsche. Das werden unsere Schwestern voll mögen. Komm mal her. Ey, nein, Simlucky, das ist eine lila Achterbahn. Ja, ich meine, eine Achterbahn meine ich auch, Ukri. Yo, die ist riesig. Boah, das ist fetter Parkour hier, glaube ich. Junge, hier geht's richtig hoch. Oha, warte mal, lass uns mal die coolste Achterbahn hier aus dem ganzen Spiel anschauen. Was denkst du, was ist die coolste? Ey, was ist mit dieser roten hier? Siehst du die? Wo bist du so? Yo, okay. Ich glaube, die ist krass. Da kann man einfach so full Karacho nach unten, Junge. Wow. Okay, lass die mal fahren und lass mal schauen, wie hier vorne eine Achterbahn. Warte, ich starte mal hier unten. Lucky, was machst du da oben? Okay, ich starte. Warte mal, Lucky, du hast mich irgendwie... ganz komisch. Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Sollen wir hier... obwohl, TNT-Fall machen wir ganz am Schluss. Ey, ganz am Schluss. Oben und dann stoppst du und dann fährst du wieder ganz nach unten. Lol. Hey, das ist echt richtig cool. Guck mal, was jetzt passiert ist. Du nimmst einen anderen Weg. Wow. Ey, Simlucky, warte, ich habe eine Idee. Lass uns das so machen, okay? Wir werden jetzt hier vorne einfach... ganz am Schluss machen wir eine richtig krasse TNT-Falle in eine Achterbahn rein. Das wird die krasseste Falle von allen. Aber davor müssen wir hier noch eine Falle reinmachen. Was machen wir hier für eine Falle rein? Ey, das ist richtig krass, Ukri. Guck mal, einmal fährst du dann so. Sollen wir Lava nehmen? Ja, können wir machen, Ukri. Okay, Leute, ich würde sagen, aber wie können wir das hier platzieren und verstecken? Ey, nein, lass doch mal, guck mal. Ich habe eine gute Idee, guck mal, wir verstecken hier vorne einfach Lava, oder? So, zack. Nee, das ist Pupsi, Ukri. Das ist echt Pupsi. Schau mal hier vorne. Hier kommt man ganz am Ende hin. Genau hier vorne, Ukri. Und dann, warte mal, ganz am Ende ist man hier. Müssen wir ganz am Ende die Falle machen. Und wie können wir die Falle machen? Hier vorne ist man ganz am Ende. Lass die einfach ein Loch reinmachen mit Lava drin, oder nicht? Lass das hier einfach wegmachen, Ukri. So, zack, damit wir das wird so lustig, Leute. Schaut irgendwie bis zum Schluss, damit wir unsere Freunde komplett pranken. Unsere Schwestern, meine ich natürlich. Das sind nicht unsere Freunde. Ihr müsst verstehen, Leute, unsere Schwestern sind so nervig. Die haben sich sowas von verdient. Leute, hier ist sogar eine Hüpfburg. Hey, wie cool ist das denn? Ey, das ist der coolste Freizeitpark aller Zeiten. Hier gibt's wirklich alles. Ey, Leute, wie gerne würde ich jetzt in einem Freizeitpark... In welchem Freizeitpark wart ihr schon mal? Ich war schon mal im Phantasialand. Das war richtig cool. Das Labyrinth, Ukri. Oh, warte mal. Das ist eine Achterbahn, die geht in die Pyramide rein. Ukri, hier ist ein Endstone-Achterbahn, Junge. Warte mal, hier ist ein Enderdrache. Oh, okay, die ist richtig cool. Hier habe ich eine richtig gute Idee. In den Enderdrachen rein. Und was können wir da... Ey, das ist eine richtig coole Falle hier im Enderdrachen drin machen. In die Zähne rein. Okay, was sollen wir hier so Stacheln platzieren? Ganz viele. Guck mal, die denken, hier Zähne sind nicht stachelig, aber wir machen hier nicht nur Zähne, wir machen hier fette Stacheln, Alter. Ja, mach mal eine richtig fette Stachelfalle hier rein, in den Enderdrachen rein. Boah, das ist eine richtig coole Achterbahn, oder nicht? Einfach eine Achterbahn in den Enderdrachen rein. Schau mal, Ukri, wir machen so, okay, wir machen hier so kleine Blockade, einfach mit Spinnennetzen. Was? Also, dann werden die da drin feststecken. Das ist Stacheldraht, Ukri. Macht das Schaden, oder was? Ja, es macht Schaden, Ukri. Gehen wir in Survival-Modus. Aua!
Aufpassen! Junge, das wird so lustig. Die werden so viel Schaden. Die werden einfach drin feststecken. Junge, das wird übelst lustig. Okay, Leute, ey, ich kann es kaum abwarten. Warte, wir müssen noch ein paar Fallen platzieren. In welche Achterbahn denkst du, werden unsere Pups ja. Oh, hier ist ein mega krasser Jump'n'Run. Aber den machen wir nicht heute, Leute. Wir machen erstmal die Achterbahn. Was ist das hier vorne? Was ist das hier vorne? Was ist das für ein Turm? Da springt man einfach runter, oder was? Achso, nee, das ist ein Aussichtsturm, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist ein Aussichtsturm. Komm, lass mal wieder runter, Uri. Lass uns wieder runter. Junge, was ist das für eine Achterbahn, Leute? Also, was ist das denn? So, Lucky, die müssen wir uns anschauen. Vielleicht können wir hier unsere Schwestern richtig pranken. Junge, ich weiß nicht, wo die losgeht, Ukri. Die ist so schlecht. Junge, die backt hier komplett rum. Was ist das für eine verrückte Achterbahn? Ich glaube, hier vorne müssen wir rein. So, zack. Und los geht's. Wow, coole Achterbahn. Es geht die ganze Zeit einfach... Ey, das ist so eine langweilige Achterbahn, ne? Yo. Aber es geht jetzt so hoch, runter. Das ist die beste Achterbahn der Welt, Ukri. Was passiert hier? Ey, ich habe eine Idee. Lass uns in dieser Pyramidenachterbahn richtig viele Zombies platzieren, okay? Und dann werden die einfach aufgefressen von denen. Oh, ja, oder ich habe eine bessere Idee. Sollen wir, was kann man platzieren, was so schießt? Skelette. Ich habe die beste Idee. Wir platzieren Geschütze. Blazes. Ja, nee, noch besser Geschütze. Dann guck mal, dann fahren die hier durch die Achterbahn hier in Lohen sind das krasseste. Guck mal, wenn hier ganz viele Lohen einfach sind. Oh ja, 100%. 100%, Leute. Wir werden hier, obwohl, nein, was für Lohen. Geschütze sind, die haben viel besseres Aim-Geschütze. Lohen veraimen. Ja, aber Lohen, die können feuern. Ja, aber wisst ihr, dass unser ganzer Freizeitpark abbrennt oder was? Guck mal, Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir werden hier voll ganz viele Geschütze. Guck mal, ich pack alles voller Geschütze. Und so, Lucky, jetzt geh mal kurz in den Survival-Modus und schau mal, ob die sich alle abschießen. Jo, die schießen die ganzen Lohen ab. Guck mal, wie krass die sind. Alter, die haben... Hey. Junge, wie viele Geschütze sind das? Ey, die werden alle unsere Schwestern abschießen. Okay, lass sie ganz schnell wieder raus. Das ist richtig krass. Leute, wenn die hier diese Pyramiden-Achterbahn fahren, dann werden die alle abgeschossen. Was gibt es noch für eine krasse Achterbahn? Gibt's die noch? Ich glaube, wir haben einen übersehen, oder? Die Lila haben wir noch gar nicht gemacht. Oh, stimmt. Unsere Schwester werden die bestimmt richtig mögen. Aber was können wir? Da gibt's sogar eine Pinke. Oha. Die ist geil, oder? Die ist richtig krass. Die ist cool, ja. Was ist für ein Huhn hier vorne? Das ist voll lustig aus. Ich fahr die Pinke. Yo, da gibt's ganz viele Stürze. Junge. Okay, Leute, ihr müsst jetzt schon mal abstimmen. Team Bruder oder Hashtag Team Schwester. Was denkt ihr, wer wird gewinnen? Ich glaube, wir werden gewinnen. Guck mal, hier sind so coole Parcours überall. Ey. Die müssen wir auch eigentlich alle noch machen. Aber erstmal müssen wir hier noch eine coole Falle reinbauen. Wo geht's los? Warte mal, wo geht's los, Leute? Ey, Simlucky, schau mal, hier vorne ist einfach ein Bootrennen. Komm mal zu mir, Simlucky. Schau mal, hier vorne ist ein Bootrennen. Ich tippe mich zu dir, Ukri. Und wer als erstes dort hinten ankommt in der Ziellinie, hat gewonnen sozusagen. Ey, das ist richtig. Ey, wir machen das gegen unsere Schwestern. Wir setzen uns beide in dieses Boot und unsere Schwestern setzen sich in dieses. Ist auf der Stelle, Ukri. Nein, nicht wir. Wir müssen gegen unsere Schwestern gleich. Ich habe eine richtig gute Idee. Wir nehmen uns Minen, Leute. Wir nehmen uns Minen. So, zack. Und, warte mal. Wir nehmen uns so getarnte Minen, so Erdminen. Und die platzieren wir hier ganz am Schluss, sodass unsere Schwestern hier einfach stecken bleiben. Also, wir müssen auf der linken Seite sein, nicht auf dieser Seite. Ganz genau, dann wird hier alles in die Luft gesprengt. Lucky, ist das dein Ernst, Junge? Das war doch für unsere Schwester gedacht, Mann. Du bist so ein Dussel, also ganz ehrlich. Hättest du mir sagen sollen, dass du schon gemacht hast. Ich konnte nicht mehr stoppen. Junge, Sam Lucky! Haha, also das wird mit unserer Schwester passieren, wenn die versuchen, gegen uns dieses Bootrennen zu gewinnen. Wir werden sowas von gewinnen, weil die werden auf der rechten Seite sein. Und Leute, ihr müsst uns daran erinnern, nicht, dass wir am Schluss auf der rechten Seite dann das Rennen machen und dann verlieren wir einfach, weil wir selber in unsere eigene Falle, egal, Leute. Ich hoffe, wir werden das gleich gewinnen. Das werden wir gleich noch sehen. Komm mal hier zum Start von der lila Achterbahn. Ey, ich habe eine richtig gute Idee. Simlucky, schau mal, lass uns direkt am Start eine Falle bauen. Das ist die Blumenachterbahn. Aber weißt du was, wir werden die zerstören, die Achterbahn, mit einer Mine. Guck mal hier, das ist eine Schienenmine. Und wenn man die berührt, dann fliegt alles in die Luft. Dann explodiert die. Ja, ganz genau. Guck mal, hier geht's runter. Diesen Part lassen wir noch, damit die richtig Angst hier vorne haben. Wir lassen die noch ein bisschen Spaß, okay? Und dann hier vorne werden wir die Springminen, also die explodierenden Minen platzieren. Also Schienen. Nein, nicht, wenn es nach oben geht. Wenn es nach unten geht, dann ist noch cooler. Komm, okay, warte, lass. Wo geht's lang? Hier vorne? Okay, dann machen wir das hier vorne hin. Alter, hier wird alles in die Luft gesprengt. Das sind einfach drei richtig dicke Schienenminen. Leute, ihr seht, die sehen ein bisschen anders aus, aber vertraut mir, guck mal, wie die heißen. Schienenmine. Junge, die ist so schrecklich. Okay, ich bin echt gespannt, wie krass das in die Luft gesprengt wird hier alles. Leute, haben wir vielleicht hier alles schon, haben wir schon alles voller Fallen gemacht? Ich glaube noch nicht. Uns fehlt auf jeden Fall noch der Rainbow-Turm, oder nicht, Simlucky? Der Rainbow-Dropper, Ukri, das krasseste aller Zeiten. Was ist das hier vorne? Keine Ahnung. Oi, das sieht irgendwie cool aus. Aber ich glaube hier... Weißt du, was das ist, Ukri? Können wir hier eine Falle reinmachen, Simlucky? Wo rein? Ja, hier rein, hier vorne. Ja, safe. Guck mal, weißt du, was das ist, Ukri? Kennst du das nicht? Ja, man geht da so... Zack, 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 zack.
zack. Ich kenne das. Aber was können wir da für eine Falle reinmachen? Schaut mal, hier vorne ist einfach die Achterbahn für die Babys. Und ich glaube, diese Achterbahn, nee, die ist... Ich glaube, bei der eine Falle zu machen, nee, die ist zu langweilig. Wir müssen jetzt das die Rainbow... Los. Wir wollen doch keine Babyfallen machen. Oh ja, stimmt. Wir wollen hier für unsere Schwestern Fallen machen. Boah, die sieht krass aus. Mhm. Aber das ist die Lina, oder? Für die haben wir schon Fallen gemacht. Was ist das hier zum Lucky? Junge, wie hoch geht's hier denn? Das ist doch keine Achterbahn. Was ist da oben, Junge? Leute, lass da mal kurz hin. Alter, was ist das? Lucky, ich glaube, man muss hier runterspringen. Bungee Jumping, man kann da einfach runterspringen, oder? Wie sollen wir das machen, Simlaki? Komm, wir springen da runter den Turm und wow, was geht hier ab, Leute? Wow, boom. Lol. Alter, das ist Slime. Yo. Das ist maximale Höhe, Ukrio. Alter, krass, das war ja richtig krass. Ey, aber Leute, warte, was ist das hier vorne? Hä? Das Rainbow, Alter, okay, das ist so diese Achterbahn, warte mal. Der Rainbow-Turm, da vorne ist er. Okay, den haben wir die ganze Zeit gesucht. Jetzt bin ich echt gespannt, was verbirgt sich in diesem Rainbow-Turm, Leute. Sass, Leute. Wir werden jetzt hier die finale Falle reinmachen in diesen Rainbow-Turm. Was ist das? Da ist Wasser drin? Mir, okay. Oh nein. Sag mir nicht, man fällt da einfach in Wasser rein. Lol. Ja, ich glaube, er fällt einfach in Wasser rein. Lol. Hä, aber wisst ihr, Wasser ist ja eigentlich voll cool. Weil, weißt du warum? Wir können da unten einfach... Fake-Wasser platzieren, Simlucky. Stimmt, oder? Ey, Ukri, wir machen da gar kein Wasser hin, ne? Wir tun so, als ob da Wasser wäre, aber wir machen da so, Ey, ich hab eine Idee, warte. Ich hab eine richtig gute Idee. Wir nehmen uns, hier, guck mal, was wir uns nehmen. Barriereblöcke, zack, Hackerblöcke. Und dann platzieren wir Hackerblöcke da drüber. Und schau mal, da werden die einfach hier drin drauf gehen. Das ist ehrenlos, Ukri, das ist echt egal, ehrenlos. Wir müssen fies sein, die werden bestimmt auch fies sein. Und wir haben alle nur 3 Leben. Das heißt, so haben wir eigentlich gewonnen. Weil schaut mal, Freunde, von oben sieht man das gar nicht. Man denkt, man fällt ins Wasser. Und dann fällt man einfach auf die Barriereblöcke. Und dann, ja, da geht man drauf. Simlucky, willst du mal kurz austesten? Nee, ich teste gar nichts aus, Ukri. Das ist lebensgefährlich. Ich teste das mal mit dem Zombie hier vorne aus, ja? Mit dem bösen Zombie. Auf eigene Verantwortung. Oh nein. So, zack. Und Zombie, tut mir leid. Ciao, ciao. Und tschüss. Ja, es ist nicht ins Wasser gefallen. Es ist auf die Barriereblöcke gefallen. Das ist eine Mobfarm, Ukri. Und Simlucky, jetzt lass uns die letzte Falle machen. Mit welchem TNT? Ich will irgendeine richtig krasse TNT-Falle machen. Auf der Achterbahn. Hier vorne, was ist das denn für ein TNT? Hier gibt's richtig viele. Leute, die finale Falle kommt hier vorne hin. Wir werden hier vorne, so, zack, einfach dieses... Schau mal, das TNT, das wird so eine richtig langweilige Achterbahn. Die werden denken, das ist eine richtig langweilige Achterbahn, aber dann, boom, wir platzieren hier unten das TNT. Nein. Dann hier drauf das Obsidian. Ukraine nicht berühren. Nicht berühren. Du wirst alles wird zerstört. Okay, Leute, wir haben jetzt hier unter dieser Sensorenschiene das letzte TNT und die letzte Falle sozusagen versteckt. Und ja, Leute, die spalten dann die Erde in 2 Teile und dann fallen die dort runter und keine Ahnung, was da passiert. Das wird auf jeden Fall so krass. Ich würde sagen, Leute, wir werden jetzt vergleichen, ja. Wir gehen jetzt zu unseren Schwestern und dann schauen wir uns die Achterbahn von denen an und danach schauen die uns unsere Achterbahn an. Okay, let's go, Leute. Okay, Leute, wir sind zurück. Und ich hoffe, unsere Schwestern sind noch nicht fertig, weil dann haben wir automatisch gewonnen. Ey, Ukri, du Pupshaufen, du Pupsi-Kopf, Alter. Lass mal die Maske raus da. Warte mal, du meinst meine... Stimmt, meine Maske und ich bin kein Pupshaufen. Was soll das denn? Wissen die, dass du hackst, Ukri? Okay. Oh nein, ganz schnell umziehen. Haben wir schon fertig? Oh nein, wir umziehen, Leute, und zack, ausgezogen sind. Und jetzt, ich würde sagen, lass uns rübergehen und wir schauen erstmal bei denen vorbei. Und wenn die bei uns vorbeischauen, dann werden die sich denken, hä, wo ist unsere Achterbahn? Aber unsere Achterbahn ist in diesem Raum drin. Ja, let's go, Ukri. Komm mit. Leute, wir sind fertig, Schwestern. Was zum... Wow. Alter, das sieht so krass aus. Gucken. Aber es geht schon los, die Zeit ist vorbei. Wir fangen sowieso mit euch an. Oh ja. So, wir fangen mit uns an. Dann schaut mal her. Okay, also das ist eure Achterbahn. Ey, mal schauen, ob die wirklich krass ist oder ob die eine Pups-Achterbahn ist. Weil wir haben 3 Herzen und ich hoffe, dass wir unsere Herzen nicht verlieren und hier nicht hier fiese Fallen reingebaut haben. Ich würde sagen, ich fange an, let's go! Okay, die haben eine automatische Achterbahn, guck mal. Boom, let's go! Wuhu! Aber dann testen die bereuen. Das ist für eine Achterbahn. Wow! Alter, warum sieht die hier anders aus? Okay. Und ich bin angekommen. Hey, das war eigentlich voll cool. Okay. Also nicht schlecht gemacht. Zurück, so. Ey, jetzt aufpassen. Hier vorne ist. Was machst du da? Zimaki, hey. Aussteigen. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Wenn wir hier runterfallen, verlieren wir ein Herz. Zack, weiter. Mhm. Und zack, weiter. Survival-Modus auch. Nee, nicht Kreativ-Modus. Ich bin Survival-Modus. Ja, ich bin Survival-Modus. Ich war die ganze Zeit Survival-Modus. Ja? Ey, aber ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr unsere Achterbahn seht, die ist noch viel krasser. Wir haben 3
müssen nur 3 Herzen. Hm, ja, wir werden nicht ein Herz verlieren. Was ist das denn? Ich glaube, wir müssen uns die aufmachen und dann noch rüberspringen. Sebaki, komm, du auch. Warte, ich geh erstmal runter. Sebaki, jetzt, wenn ich das aufmache, dann rüberspringe. Aber mach nicht wieder zu, okay? Ja, ich mach nicht wieder zu. Komm, Sebaki, und 1, 2. Nee, ich mach nicht wieder zu. Und los! Und 3. Ich hab Angst, dass du zumachst. Okay. Ich mach nicht zu. Warum? Und ich würde niemals zumachen. ich wollte zumachen, aber es hat nicht geklappt. Was ist das denn hier? Unsichtbarer Weg? Lol. Alter, wie krass. Wir kommen. Und. Da kommt wieder Achterbahn raus. Okay, los geht's. Und jetzt geht's wieder weiter. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's erst richtig ab. Oh nein. Oh nein. Wow, die ist echt krass, die Achterbahn. Was passiert da? Erfrischung. Was geht da ab, Alter? Was, Achterbahn? Okay, ich steck fest. Welcher Weg ist der richtige? Lava oder Wasser? Ey, Sumaki, was denkst du, was ist der richtige Weg? Wir dürfen jetzt keine Herzen verlieren. Achterbahn muss krasser sein. Mein Gefühl sagt mir, ich mag Lava-Feuerelement mehr als Wasserelement. Deswegen nehme ich Lava-Element. Okay, ich nehme Wasser. Apropos 1, 2. Feuer-Wasserelement, kauft uns ein Merch. Oh, stimmt, Leute. Wir haben hier in unserem, hier auf diesem Link, Leute, könnt ihr zu unserem Merch kommen, oben in der Videobeschreibung. Und da gibt es einmal Wasserelement-Merch und einmal Feuerelement-Merch. Und bald gibt es noch richtig coole neue Sachen. Guck mal, was ich gerade kriege. Was ist das denn? Und. Bumm! Haha! Wow, warte mal, bist du. Und? Nein! Ich wollte es auch ausprobieren, aber da hast du schon drin gesessen. Ich habe ein Herz verloren. Nein! Oh Mann! Du hast dein erstes Leben verloren und wenn nein, du alle 3 verlierst, dann wirst du für immer gut aus der Mokri-City gebannt. Aber, mach ich das für alles wegen. Ich wollte es auch ausprobieren und da sagst du da schon drin. Nukri, was kann ich dafür, wenn du Nukri. Alter, das ist. Okay, komm, ich entscheide mich für Wasser. Und let's go! Nein! Wasser war falsch! Mokri, ich wäre vor dir gesprungen. Nur noch ein Herz. Ich habe nur noch ein Herz, Leute! Ende für dich, Ende Gelände, Ende. Nein! Warte mal, Sumaki, aber bist Lava, du... Bist let's go. Lava ist richtig? Also das war Fake-Lava und Fake-Wasser. Das war giftiges Wasser, Leute. Ey, ich habe jetzt nur noch ein Herz, Sumaki. Wenn ich ein Herz jetzt noch verliere, dann hat Team Brüder verloren. Was, Ukri? Komm mal, ich opfer mich auf für dich. Wenn du nächstes Mal so eine Frage kommt, dann gehe ich als Erster. Okay, so, das ist eine gute Idee. Alter, Leute, ich darf jetzt nicht noch einmal verlieren. Das wird jetzt super spannend. Finde den richtigen Knopf. Oh nein, nicht so ein Level. Da müssen wir 1000 Mal auf den Knopf drücken. Ja, es reicht. Deine Stimme ist nervig, Sally. Leute, kann jemand leise sein? Warum singt die? Hör auf zu singen. Sally, sei still. Meine Stimme ist viel schöner. Oh, eure Stimmen sind beide quietschig. Alter, Lili und Sally sind beide nervig. Jetzt lass uns alle Knöpfe drücken. Du bist nervig, du blöder Bruder. Warum hast du das? Nervig. Du Tech Dell. Die macht Tech Dell. Mach du sein Dance auf dich, Ukri, die hat dich hochgenommen. Ey, du hast das ist fies. Aber das werdet ihr gleich doch zu... Ah, Junge, Ukri, die zeigt Pop auf uns. Ey, Junge, das geht zu weit. Die hat gerade Pupsi auf mich gemacht. Leute, das kriegt ihr noch zurück, wenn ihr bei unserer Achterbahn seid. Und jetzt müssen wir erstmal hier die ganzen Knöpfe... Ey, Sebastian, du auf der Seite, ich auf der Seite. Komm, schnell. Oh, die sind so fies, aber gleich werden die schon sehen, was die davon bekommen. Hey, bei unserer Achterbahn. 2000 Jahre später. Okay, Leute, wir machen gerade die letzte Reihe. Wir sind jetzt alle durchgegangen. Sebastian, auf der... Hä? Alles ist falsch. Hier ist, wir sind doch alles jetzt durchgegangen und nichts ist richtig. Ukri, hast du einen übersehen? Nee. Leute, wir haben das jetzt so lange gemacht. Warte mal. Sally? Hey, Sally! Was soll das? Da ist ein geheimer Gang. Alter, ihr habt euch so... Die haben uns so geprankt. Das war die ganze Zeit, haben wir das umsonst gemacht. Geh mal F5-Modus, Ukri, geh mal F5-Modus. Können wir etwas spicken? Alter, hier ist ein Labyrinth. Ha, guck mal, Sebastian, ich sehe den Ausgang. Das ist voll schwierig, das Labyrinth. Ja, das ist echt voll schwierig. Alter. Alter. Yo, wer hat es geschafft? Wir haben so gecheatet. Hey, wie hast du es schon geschafft, Alter? Oh, Mann. Unfair. Ey, Sebastian, nicht vergessen, ich habe nur noch ein Herz. Leute, Junge, das hat so lange gedauert. Ihr habt mich so hops genommen. Ja, Loser-Dance machst du, ne? Aber ganz ehrlich, Sally, du wirst gleich schon sehen, bei unserer Achterbahn geht's richtig ab. Okay, komm, und rein da. Sebastian, nicht, dass er in der Falle ist, Junge. Pass auf, Junge. Okay, es geht richtig ab. Weiter aufpassen. Was geht hier ab? Wow. Ey, hör auf zu tanzen, Sally. Das ist nicht lustig. Das ist eine richtig krasse Achterbahn. Das ist eine richtig krasse Achterbahn. Alter, aufpassen, aufpassen, Leute. Und es geht runter. Wow, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Let's go. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe noch ein Herz und ich habe es überlebt.
Ich hab's überlebt mit einem Herz. Ey, das ist so gut. Warte, das ist so gut. Ihr erwartet euch eure Belohnung, eure wohlverdiente Belohnung. Bitte sehr. Das war also Hashtag Team Schwester und das ist unsere Belohnung. Ey, die ist ja immer sowas von lame. War nicht schlecht. Okay, ich geb. Ja, aber Diamant, das ist eure Belohnung. Ich mag Diamant, das ist richtig cool. Ja, Diamant sind echt cool, Junge. Aber ich hab nicht mal eine Spitzhacke, um die abzubauen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal rüber. Wie viele Punkte geben wir Team Schwester, Leute? Wie viele Punkte? Bevor wir jetzt zu uns rübergehen und unsere Schwestern komplett hops nehmen, wie viele Punkte geben wir? 1000 Punkte? Niemals. Ich gebe dem Ganzen hier 7 Punkte von 10. 7 von 10 Punkte. Ich gebe 7 Punkte. 7, oder? 14 Punkte mehr insgesamt. Mehr haben die sich nicht verdient. Nee, weil unser ist noch viel krasser. Unser ist 100 von 10. Ja. Leute, schreibt ihr jetzt in die Kommentare, was würdet ihr der Achterbahn von unseren Schwestern geben? Ich gebe 7 Punkte. Insgesamt sind das 14 Punkte von mir und Sim Lucky. Und ja, wie viele Punkte würdet ihr geben, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. So, Schwestern, seid ihr bereit? Das ist unsere Achterbahn. Okay. Oh, yeah. Meinst du das ernst? Ja, das meine ich ernst. Schaut euch die mal an, wie krass die ist. Hä? Da ist nichts, außer Diamanten. Hey, da ist eine Achterbahn. Seht ihr das nicht? Leute, schaut mal in die Tür rein. Schaut mal in die Tür rein. Das ist eine Achterbahn. Meinst du das ernst? Hier ist gar nichts. Doch, ihr müsst einfach in den Raum reingehen. Okay, ich sag mal so. Ihr könnt nur zur Achterbahn, wenn ihr die Aufgabe hier oben löst. Die, hä? Warte, was hat die gelöst? Hä? Du weißt was? Ich bin Matty Queen, ich weiß alles. Was? Ich weiß es auch. Das ist 7 mal 7 plus 3. Das Betten, sie weiß es nicht. Du bist so lost, Matt. Ich kenne dich, Lili. 24. Oh, wie kommt sie auf 24, Leute? Ich hatte 17. Oh, Mann. Was für 17, Junge. Oh, Mann, Lili. Das war's komplett. 7, 14 plus 3, 17. Ja, 17. Nein, ich ganz ehrlich, es reicht. Komm rein da, es ist 52. Und boom, Leute, wir sind in unserer riesigen Achterbahn. Simukri, Teambruder. Teambruder, Achterbahn. Leute, wir haben nicht nur einen Leute, wir haben nicht nur wir haben nicht nur eine Achterbahn gebaut, wir haben einen riesen Freizeitpark mit 1000 Achterbahn gebaut. Ganz genau. Wie du da reinkommst, Lili, tja, ich sag mal so, 1000 Diamanten, sonst kommt ihr nicht in unseren Freizeitpark. Oh ja. Ich öffne die mal. Was? Hä, was ist das denn? Ey, das dürft ihr nicht haben, Junge. Das dürfte ich haben, das Tingle. Ey, warte mal, Sally, woher hast du so viele Diamanten? Ich bin nicht Kreativmodus oder so. Ey, ich bin Kreativmodus. Ey, warte mal, ihr müsst Survival-Modus. Okay, na gut, wisst ihr was? Wir machen hier den Laser weg. Ihr könnt rein, kommt rein. Zack, let's go. Aber, ey, aber wenn der Eisengut immer für euch sauer wird, ist nicht mein Problem, ne? Oh, aber der, anscheinend ist er nicht sauer. Okay, alles gut, er hat euch durchgelassen. Okay, warte mal. Hier vorne seht ihr die Map mit all unseren Achterbahnen. Hier vorne ist die Pyramidenachterbahn. Ihr müsst jetzt alle Achterbahnen einmal austesten. Und ich sage euch eine Sache, danach, wenn ihr die alle ausgetestet habt, werdet ihr auf jeden Fall nicht mehr heil nach Hause kommen. So, kommt mal mit. Wir werden uns jetzt zu allen Achterbahnen teleportieren, Leute. Und als erstes gehen wir zu roten Achterbahnen und die wird so krass. Nix. Okay, also, nix. So, Sandy, Lili, kommt mal mit. Drückt mal alle auf den Knopf hier vorne und boom. Alle drauf drücken mal. Wow. Und ich als letztes. Boom. So, ich würde sagen, dann geht mal alle hier in eine Lore rein. Wir nehmen uns jetzt. Nicht, was die nicht erwartet. Die haben keine Ahnung, Mann. So, jetzt geht er mal rein. Spaß, so, und jetzt los. Los geht's. Wie langweilig. Hey, Sally, hoff. Wow. Es geht hoch. Ich hab voll Angst. Was seht ihr? Oh ja, es geht hoch. Warte, ich fahr mal mit euch. Oh, es ist so hoch. Ich hab keine Angst. Gleich kommt die Falle, Leute, gleich kommt die Falle. Let's go, viel Spaß. Ja, ne, dann macht ihr Pipi in eure Hose. Ich hab noch einen Pferd zu fahren. Und jetzt Ciao, Lady und Sam. Die sind einfach beide da rein. Ihr habt es gesehen. Leute, jetzt nochmal zurückskippen und einen Screenshot machen, wie die beide dort runtergefallen sind. Und senden mir das auf Instagram und folgt mir dort, Leute. Und alle, die mir das auf Instagram senden, den folge ich zurück, Leute. Junge, wie lustig war das bitte sehr? Let's go. Das war richtig lustig und nicht fies. Denn ihr habt uns auch hops genommen, ne? Mit so richtig fiesen Fall. Ey, Simbaki, das war so lustig, okay? Ja, komm, wir kommen jetzt weiter. Ihr wollt es weiter? Dann kommt weiter. Wir gucken uns die nächste Achterbahn an.
Warte mal. Ja, ja, hier vorne, die Diamantenachterbahn. Komm mal mit, komm mal mit. Ey, Smacki, haben wir hier eine Falle gebaut? Was haben wir hier für eine Falle nochmal gebaut? Ihr habt überall Fallen gebaut, Ukri. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Okay, ich teste es jetzt einfach aus, okay? Ja, geht da einfach mal rein, hier vorne. So, reinsetzen, hier vorne einmal reinsetzen. Total sicher. So, zack. Sicher. So, und Sally für dich auch. Sally für dich auch. Ey, was haben wir hier für eine Falle nochmal gebaut, Smacki? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Es ist wow, so komisch, Hilfe! Ey, was haben wir hier für eine Falle gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Hä? Wir werden gleich sehen. Lass sie aber erstmal fahren. Irgendwie ist das cool. Ja, das ist echt. Das ist eine richtig krasse Achterbahn. Sein. Ach, ich nein, glaub, ich schon wieder nach oben. Ich bin schon wieder. Siehst du's? Warte, was ist das Lili, denn? Lili! Warte, Lili, denn ernst? Hey! Und warte, gleich kommt Sally. Was ist mit Lili passiert? Hä, wo ist Sally? Oh nein, Sally kommt! Sally, da nichts ist mit Lili passiert! Nee, nichts ist mit Lili passiert! Da! Nimm das! Ja, warte mal, Sally? Sally, was ist gerade hier wohl los? Was ist gerade hier wohl so chillt ist? Das ist fake. Schau mal, was sie für ein TNT hatte. Ich wollte unsere Achterbahn zerstören. Sally? Alter. Das gibt Strafe. Warte mal ganz kurz, Ukri, das regle ich. Keine Sorge. Das gibt eine Strafe. Sally, komm her, Alter. Sally, komm her, Junge. Nimm das, Alter. Ihr habt schon zwei Herzen verloren übrigens. Oh Mann, die sind so fies, Leute. Die wollen einfach unsere Achterbahn hier kaputt machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Okay, Leute, ich würde sagen, rüber zur nächsten Achterbahn. Haha. Das war wieder so fies. Naja, egal, macht mir ja, komm, weiter. Ey, das war nicht fies. Das war absolut lustig, wie die in die Stachel reingefallen ist. Lass uns hier weitermachen. Oh, ey, wir machen hier weiter. Komm, boom, wow. Wir wurden teleportiert. Hier. Was ist das denn für eine Achterbahn? Oh Mann, ich glaube, ich habe eine Idee, wo ihr hin könnt. Leute, komm mal mit. Einfach hier hoch, oder? Nein, nein, nicht dahin. Leute, wo haben wir die nächste Falle hier gebaut? Die geht falsch. Oh, hier beim Ende dran. Hier beim Ende dran. Komm mal hier hin. Ja, Leute, hier vorne. Okay. Hier vorne. Das hier ist die coolste Achterbahn der Welt. Vertraut uns einfach. Geht da rein. So, Sandy als erstes. Und Lili, du als nächstes. Rein da. Zack. Alter, Smacki, was haben wir hier nochmal für eine Falle? Ich habe keine Ahnung. Das war die Enderdrachenfalle. Stimmt. Hier vorne beim Enderdrachen sind ganz, ganz viele Stacheldrähte. Ich prank uns aber bei dieser Achterbahn nicht. Bitte. Nee, wir prank euch nicht. Sandy, falsche Richtung! Ey, Lili, komm mal her! Bist du wieder rein? Reiner! Oh Mann, wir nehmen die so aufs. Okay, dann komm, schnell zur nächsten Achterbahn. Ey, ich will ganz am Schluss noch das riesige TNT in die Luft sprengen. Das wird doch so lustig. So, als nächstes haben wir, sind mag ich hier eine kleine Überraschung, das habt ihr auch noch nicht gesehen, Zuschauer. Nee. Komm mal mit, wir spielen jetzt Spleef gegeneinander. Also alle in Survival-Modus, auch wir Brüder gehen in Survival-Modus. So, jetzt einmal rüber, ganz nach oben hier. Ey, die Schlangen! Hört mal auf damit! Das ist ein krasses Minigame. Okay, so, aber nicht cheaten. So, zieht eure Lederkappe an, ne? Wir sind Team Rot. Warte mal. Nee, wir sind Team Blau. Ey, wir sind Team Blau. Andersrum. Oh Mann. Okay, egal, wisst ihr was? Kommt, ihr müsst alle eine Schaufel haben und jetzt hier rein. Und jetzt stellen wir uns beide auf eine Seite. Ihr auf die Seite und wir auf die Seite. Komm. Smacki, Junge, wir sind Team Blau, Alter. Warum seid ihr auch Team Blau? Alter, das ist Team Blau. Hey! Oh, na Mann. Gut, dann nehmen wir Rot. Oh, Mann. Okay, Smacki, weißt du was? Auf 3, 2, 1 geht's los und dann machen wir den Boden unter denen weg und dann fallen die in Lava oder sowas. Okay, warte, ich mach so, damit die nicht das Startsignal wissen, Ukri. Und davor, guck mal, was ich dir gebe. Schau mal. Schau, was denn? Ukri. Ganz leise, Junge, ganz leise. Hör, was ist das denn? Hör, Trank der Schnelligkeit. Trank der Schnelligkeit. Okay, das kriegen wir. Leute, ich will gar nicht wissen, was da drunter ist, wenn wir hier abgebaut werden. Das sind ganz viele Diamantenstacheln. Smacki, wir müssen gewinnen. Okay, 3. 2, 1, und los! Runter da! Ernsthaft? Ihr habt verkackt, oh nein! Ich hab Sally! Was, Smacki, du hast gewonnen! Hey, Smacki hat's geschafft! Team Bruder hat gewonnen! Ey, Smacki, danke, dass du mich in den Rucksack genommen hast und gecarried hast. Ey, das war knapp, Junge!
gecarried. Ich hab gecarried. Alter, Jutz, ich hab zwar nicht geschafft, aber Zablacki hat's für uns geschafft. Oh yeah. Und jetzt, Zablacki, ich würde sagen, komm du auch zurück. Wir gehen jetzt zur nächsten Achterbahn. Oh ja, und hier ist die nächste Achterbahn. Nächste Achterbahn, los, Lili. Und Sayu, du auch. Und die wird richtig cool. Zablacki, du weißt, was wir hier reingebaut haben, oder? Du weißt, was wir hier reingebaut haben. Ja, weiß ich. Schau, Rieb, hier unten. Hier unten, Lava. Warte mal, warum fahren wir nicht zurück? Ja, wir fahren jetzt wieder zurück. Hihi, Leute, das sieht so krass. Ey, okay, guck mal, das geht richtig oft. Die müssen nochmal fahren. Und die, warte mal, wie nochmal? Ey, ich hoffe, die sehen die Lava nicht. Schaltet jetzt, fahren die so nach oben, dann fahren die nochmal runter und dann fahren die Lava. Okay. Wir fahren ja doch mal runter. Das wird so lustig. Ey, gleich ist es soweit, Leute, gleich fallen die in die Lava. Okay, dann machen alle nochmal einen Screenshot, und dann auslachen. Guck mal, was passiert. Warte mal. Ellie ist irgendwie. Warte mal. Sally, komm runter. Zablocki. Und da. Go. Sally, du musst da rein. Sally. Du musst da rein. Warte mal. Hey, Lili, da ist gar nichts. Setz dich rein. Schnell. Let's go. Unsere Fallen funktionieren nicht so ganz, wie wir wollen, Zablocki. Aber weißt du was? Ab zur nächsten Falle. Alle Wege führen zum Ruhm. So, seid ihr ready für die nächste Achterbahn? Rein da. Und du auch. Rein da. Sally, schnell. Ey, Zablocki, das wird eine richtig lustige. Und los geht's. Sally, schenken wir ihm. Oh nein! Mein Gerd ist zu groß. Ich Was? Was? Ey, Lili! Warte mal, hast du gesagt, ich hab kein Gerd? Guck mal hier, bummst du der Lili das, Alter! Mit abgeknallt! Sally! Junge kaputt, Alter! Knallt alle Lili ab! Knallt alle ab! Boom! Hey Lili, bleib mal stehen hier! Ups! Mann! Hat nicht so ganz funktioniert. Egal, Leute, ab zur nächsten Achterbahn, das war so lustig! Tio, schaut mal, hier vorne ist wirklich keine Falle, okay? Lili, Sally, komm mal mit! Hier ist wirklich keine Falle, komm, ihr könnt da gerne rein. Keine Falle, 100% so, sicher! 100% sicher! Let's go! Junge, Sally, du kannst auch keine Achterbahn fahren, ne? Oh, hier sind wirklich keine Fallen. Ich fall gleich runter. Oh nein, hier geht's nicht. Die kommen nicht mal hoch, hä? Was ist falsch? Ihr seid falsch, ganz genau. Ihr macht da irgendwas falsch, Mann. Was macht ihr? Warum überholt Sally? So komisch. Lili fällt runter. Wow. Alter, ey, warte mal, Lili, warte einen Moment, da kommt noch nicht was. Da kommt, glaube ich, gleich was. Und Sally, nix. Oh, Leute, ich weiß nicht, was wir da platziert haben. Ja, ist alles gut. Schau mal, was wir da platziert haben, Zablocki. Alter, was ist Nichts passiert. Da ist nichts passiert. Schau mal. Junge, so lange wir die Orks genommen. Okay, ey, jetzt kommen wir zum Rainbow Tower. Let's go. Okay, bevor wir zum Rainbow Tower kommen, Leute, alle zu mir kommen, let's go. Sally, Lee, alle, kommt hier hin. Wir gehen auf die linke Seite, ihr geht auf die rechte Seite und wir machen jetzt ein Bootrennen, okay? Alle hier, einmal Team Bruder gegen Team Schwestern. So, Zaun geht weg, zack, okay, weg ich damit. Auf die linke Seite. Ja, komm, wir müssen auf die linke Seite. Okay, ich fahre. Und ihr seid auf der rechten Seite, okay? Ich nicht auf die linke Seite. Auf die Plätze, fertig, los, kommt in die Boote rein. Okay, komm, let's go. Ey, wieso machen wir mal lang? Yo, er freut sich nicht zu früh. So lange wir die Ops genommen. Alter, hast du gesehen, wie sie geflogen sind? Ja, die sind alle so weggeflogen. Okay, ey, Leute, jetzt gehen wir zum Rainbow Tower. Da, Schwestern, wie fandet ihr das, hä? Ich sag's unseren Geschwistern Mama und Papa. Nein, sag das nicht Mama und Papa. Okay, ey, hier ist der Rainbow Dropper. Das ist richtig cool. Seht ihr, da unten ist Wasser. Da könnt ihr runterspringen. Da ist keine Falle, wirklich. Endlich mal was cool. Ich jetzt vor. Lili, du auch. Ciao. Ciao,
eine Barriere. Und jetzt, Leute, kommen wir zum Fast-Finale. Oder, warte mal, sollen wir schon zum Finale, Leute? Leute, es geht zur finalen Achterbahn. Das ist wirklich jetzt keine Falle, okay? Ihr müsst euch nur hier draufsetzen. Einfach nur hier draufsetzen. Das sieht so langweilig aus. Hey, Leute, wenn ihr wisst, was da drunter ist. Okay, nee, setzt euch da drauf. Komm, los geht's. So, Lili, in die Richtung. Und zack. Ach so. Hey, wenn die es aktiviert, Leute, wenn die es gleich aktiviert. Ich komm nicht mal durch. Ach so, jetzt. Junge, wie langweilig ist das, Ricky? Oh nein. Junge, das macht mir aber okay, Abbruch. Riesen TNT-Explosion. Und damit würde ich sagen, ja, Leute. Das geht immer weiter, Ukri. Obwohl. Nee, das ist einfach, Alter, das war eine richtig krasse Explosion. Also, Ukri, nee, wir brauchen noch mehr TNT. Das war ganz ehrlich, wir brauchen mehr. TNT. Wir brauchen mehr TNT. Noch mehr. Nicht mehr. Schwarzes Loch TNT wird jetzt gezündet. Tut es nicht. Das krasseste TNT aller Zeiten, Ukri. Was ist das für ein TNT, yo? Leute, lasst schnell ein Like da und Abo. Hier geht alles ab, Junge. Was passiert da? Wow, Digga, der ganze Freizeit gepackt. Fliegt in die Luft. Leute, lasst ein Like da, Abonnieren, aktiviert die Glocke und schaut jetzt hier bei unserem geheimen Kanal vorbei. Von dem weiß doch keiner. Ihr seid ja die ersten Abonnenten. Und macht das schnell, bevor hier alles in die Luft gesprengt wird. Und Freunde, schnell, ihr habt die nächste Folge und abonniert unsere Freunde. Ciao, ciao. Hashtag Team Bruder hat gewonnen. Hashtag Team Bruder. Eins in die Kommentare, wenn wir gewonnen haben. Eins in die Kommentare, wenn wir gewonnen haben. Und zwei in die Kommentare, wenn Schwester gewonnen haben. Ciao, ciao. Schaut jetzt hier beim geheimen Kanal vorbei. Schnell, Leute. Oh yeah, das war so cool. Wir haben gewonnen.